Step aus der Landungskapsel und dann anvisieren. Jeder Bolterschuss ist gut platziert. Unsere Feinde fallen und wir laden nach. Egal, yeah, was jetzt kommt. 7 Tage Regenwetter oder Fegefeuer, was man uns entgegenschmettert, wir wollen 40k erneuern. Neuer Stil, neue Vibe, Spaß an der Platte. Faires Spiel, was die anderen machen, ist uns Latte. Wir reisen durch das Land und vereinen alle Clubs. Denn alles, was die Szene braucht, ist ein kleiner Schubs. Die Kings of the Hill, Südkurve im Rücken. Rad wie eine Swings empor, wenn wir nach vorn müssen. Vielen Dank für die Likes, die Comments und Abos. Für den Imperator, den Lion und Magus. Für Gore und Morg, die Boys und Gasco. Für June, den Triumph, den Orden. Der 3 zu 0. Ja, moin zusammen. Heute ist der letzte Tag. Es sind sogar 2 Mikros. Heute ist der letzte Tag. Und ja, bevor wir jetzt anfangen und nochmal lecker frühstücken gehen. Ja, ich weiß nicht, ob ich wie fühlst du dich? Vielleicht versuche ich lieber noch ein bisschen zu pennen. Okay, na gut. War denn angenehm die Nacht, oder? Ja, wir hatten uns noch einen schönen Abend gestern gemacht und werden jetzt gleich nach dem Frühstück das vierte Spiel machen. Ich denke mal, mit meinem Thousand Suns wird es jetzt richtig, richtig schwierig. Bei 3-0, da werden die ganzen Harleys rumtouren. Boah, wir spielen noch ohne Balance Data Sheet. Das wird eine richtig harte Nummer. Auch für den Adrian, für seine Custodes. Und ja, wir werden uns einfach mal melden, nachdem wir das vierte Spiel gemacht haben, Jungs. Genau. Ja, moin, wir sind jetzt hier zu viert einmal, wollten nochmal über die Runde 4 reden, meine kleine Wenigkeit, der Esel nennt sich immer zuerst, der gute Martin, der gute Sepp von Tage Priority und hier steht ganz klar Ramses und Mayonnaise, und Mayonnaise 2.0, das wäre er gerne. Gut, wollt ihr mal ein bisschen über eure Spiele reden? Hör mal Martin, fang doch mal an. Also das ist Spiel 4 jetzt, ne, meinst du? Spiel 4 meinst du, ne? Ich bin episch ins Turnier gestartet mit einem 0-2. Mit dem Tabellenkeller gewesen. Und jetzt kämpfe ich mich langsam wieder raus. Bin jetzt bei einem 2-2 mittlerweile. Das letzte Spiel war gegen Tau. Tau, wie halt, ich spiele deswegen. Alles Obsec. Und gegen Tau ist das in der Regel nicht so schwierig. Wenn man ein paar Leute im Cover hat, die ganzen indirekt schießenden Waffen machen nichts, wenn man 1er Rüster hat. Das heißt, du wirfst dich auf alle Marker drauf. Der Tau kriegt dich da sehr langsam nur runter. Und deswegen scorest du einfach ganz krass auf Primaries und auch auf Secondaries. Stubborn Defiance kommt da nicht ran, indirekter Beschuss macht nichts. Und ja, so habe ich dann halt die Mission dann halt nach Punkten ganz klar gewonnen.
Also Martin war auch ein gutes Beispiel, auch dass auf einem Turnier, vor allem bei 5 Spielen, da kann immer alles Mögliche passieren, beziehungsweise da kann man immer auf die eine Liste treffen, die einfach gut gegen einen ist. Ne? Man kann nicht gegen alles tacken, so wie die Necrons. Und zwar nicht die mit Obsec und so, sondern die Gewalt-Necrons, die im Nahkampf kommen, alles wiederholbar, da hilft mir auch das Transhumane nichts. Das war zum Beispiel eine Überraschung. Genau. Ne? Genau, ich habe gegen Tau getaggt, Custodes, Harlequins und krieg halt dann wirklich Novok-Necrons, die halt mehr AP haben, mehr Attacken im Nahkampf und volle Wound Rerolls. Das war so die Nemesis für die Deathwing. Und zweites Spiel 1000 Suns mit Mortal Wounds. Gib ihm, ja. Da bringt dir Transhuman und Nuller Rüster auch nichts, wenn er dir Mortals reindrückt, wie nochmal was. War halt richtig schlechte Matchups, aber so ist das manchmal. So gehört ein bisschen Glück dazu. Und das letzte ist jetzt? Danach war nochmal 1000 Suns, aber wie gesagt, dann war ich im Tabellenkeller und dann konnte man halt noch spielerisch halt was rausholen. Und jetzt halt Tau. Jetzt kommt Tau? Nee, jetzt weiß ich nicht, was kommt. Ah, okay, genau. Aber jetzt hast du die Chance, das Turnier für dich nochmal persönlich mit einem positiven Ergebnis hast in der Hand. Das Ziel ist verfehlt, ja. Ich wollte 4-1 gehen, aber ich hoffe, dass ich einen persönlichen Abschluss mit 3-2 immerhin noch hinkriege, ja. Und mein Gegner, der Necron von Runde 1, ist hier auch gleich wahrscheinlich meiner für Runde 5. Sebastians Nächste. Genau. Ja, sehr schön. Deswegen sitzen wir hier eigentlich auch, weil der Sepp kam, also sowieso haben wir den Sepp hier immer gerne um uns, aber der hat einfach nochmal kurz gefragt, was können Necrons, und zwar nicht diese Expansionisten, und hast du nicht gesehen mit Obsec, sondern genau dieser Bild, den Martin gespielt hat, und da haben wir ihn schon mal das ein oder andere mitgegeben, ne? Ja. Also ich bin gespannt auf jeden Fall. Aber Eingangsfrage war letztes Spiel, ne? Genau. Und da hast du ja gesagt, man kann nicht gegen alles tacken. Ja. Ich bin mit meinen Custodes voll in die Crusher Stampede Faust gelaufen. Die ist ihren Namen gerecht geworden. Ja. Also der hat mir richtig die Hammelbeine lang gezogen. Ist 81-43 ausgegangen. Ich spiele Quillen Shield und nicht Empress Chosen. Also auch mit Empress Chosen ist das schon ein ordentlicher Uphill-Battle, aber mit Quillen Shield dann hast du auch nicht die Möglichkeit, gegen die Movos was zu machen. Jede Runde 6 Movos. Wirst du halt einfach tot gemacht. So. Mhm. Also am Ende des Leads bist du halt getabled und hast irgendwie so gefühlt deine Aufstellungszone nicht verlassen, weil die fetten Viecher dich da komplett reindrücken. Genau, man ist ja selber immer fokussiert beim Spielen, aber Sepp und ich haben quasi nebeneinander gespielt und ich habe ab und zu einfach nur mal so zwangsläufig rüber geluschert und da habe ich nur gesehen, der war da in seiner Ecke, so eine Horde an Viechern, so an seiner Aufstellungszone. Ja, eine richtig schöne Bukkake-Party, ne? Ja, kann man das jetzt auch nennen. Ich weiß auch nicht, was du sonst so machst, aber ja, genau so war das. Ja, das war nicht so schön. Genau. In der Regel kriegst du eine richtig harte Welle Monster ab. Genau. Wenn du die früh meistern kannst, dann geht was. Ja, aber mit Custodes hast du A, wenig Modelle, B, haben die einfach genau die Attacken, die da durchgehen. Wenn der Flyrant dann da reinkommt mit 4 Damage Flat, kein Invul, dann der schlägt halt alles tot. So. Oder also auch einfach so im Vorbeigehen. Und zurück, wenn du keine Melter dabei hast, ey, da machst du nur immer nur Schaden 1. Da musst du ja 50 Milliarden Attacken machen, um da irgendwie... Ne? Ja, und du hast dann halt irgendwie die 2 Rendax-Runden und dann kannst du eine Runde noch machen, dass du die Attacken eintauschst, also eine mehr machst und dafür ein Damage weniger. Das machst du ja eh, weil du machst ja eh nur ein Damage, weil die alles negieren. Ja gut, und dann hat er halt hinten raus auch gesagt, ne, dazu kam halt noch, er hatte echt 5er Radar gehalten wie ein junger Gott und ja, ich meine 4er halt nicht. Der Target Priority Würfel noch? Nee, er hatte welche von seiner Freundin und die haben performt auf jeden Fall. Ja, aber da lag es am Ende nicht. Also das war so on top noch, aber er hatte super gespielt. Ich meine, hättest du ja noch 2 Guards mehr überlegt, hättest du ja noch 50 Punkte. Dann hätte ich ja nicht noch 50 Punkte. Ja, stimmt, natürlich. Also ich hätte aber Insider nochmal nebenbei. Ja. Aber war leider nicht so. Ne? Ja. Im Nachhinein finde ich bestimmt was, wo er geschummelt hat. Klar. Insgesamt aber hat Sepp einen geilen Run gehabt bisher. Bisher, ja. Natürlich 3-0 gestern gemacht. Ne? Für ihn ist auch genauso wie für mich alles, was heute eigentlich kommt und kam, Bonus. Na genau, dann erzähl mal so ein bisschen von dir. Mayonnaise 2.0. So, deswegen hast du jetzt die Chance, natürlich nochmal im letzten Spiel dann nochmal 4-1, wäre dann natürlich ein mega geiles Ergebnis. Ne? Wäre geil, ich bin ehrlich gesagt auch mit 3-2 auch schon total zufrieden. Vater hierher hat sich gelohnt, ist ein geiles Turnier, hat Conny 1 Auge, beziehungsweise nicht Conny alleine, die Jungs von den Firebugs mit den AO-Leuten, richtig, richtig gute Arbeit, das Hotel ist geil, das Essen ist super, der Service ist Hammer, da kann man nur positive Dinge drüber sagen. Mehr geht nicht, genau. Da eine negative habe ich, Ablagefläche. Und ich glaube tatsächlich, wenn wir das anbringen, dann würden wir nächstes Jahr sehen, wie überall so kleine Beistelltische oder so, das traue ich denen auch zu, dass sie das dann das machen. Das ist ja zu mir ganz kurz, ich bin ja genauso wie Sepp auch relativ entspannt, ich wollte mal quasi ein Konzept spielen, hier eine kleine Ballerburg, die halt sehr ziemlich stabil ist mit schlechter Treffen und Deckung.
die selber aber Deckung nimmt. Das ist so eine Wombo-Kombo da so ein bisschen. Viele Sagitarum, die einfach nur ballern. Also das mag ich ja mal gerne. Zwei Treffen, einen wiederholen, hast du nicht gesehen. Und da war ja auch von Spiel zu Spiel, von Bier zu Bier denken. Das war so meine Herangehensweise. Die hat gestern gut geklappt. Erstes Spiel habe ich gehabt, den Jan Vajovic. Das war mega geil. So ein Nailbiter war das, hat Spaß gemacht. Zweites Spiel war Tau. Sag mal die Faction dabei. Meine Faction? Nee, die Faction vom Jan. Jan war 1020, habe ich. Also Cult of Duplicity, wenn das richtig ist. Tau. Dann das dritte Spiel hatte ich GSC. Das war auch krass, weil ich gar nicht wusste, was die können und so. Da habe ich auch sehr defensiv aufgestellt. Und ja, heute jetzt gestartet gegen die Elder, gegen die Asuyani tatsächlich, pur vom Pittsburgh. Auf jeden Fall auch ein geiles Spiel, aber das Obsec der Custodes hat sich bewahrheitet und Trajan kann einfach 12er Charges, die kann er. Das ist genau sein Ding. Ganz normaler Tag, oder? Das war die Sahne auf der Torte. Nein, genau. Aber hat sich jetzt auch nicht das Spiel entschieden, ne? Nein, das war nur am Ende nochmal, das war gar nicht entscheidend. Aber ich habe weiter nochmal, komm, Dommel, für Spaß, soll ich nochmal die 12 würfeln? Also, ja, mach doch. Ich so, ja, okay, ja. Und dann kamen die 12. Und dann, jetzt weiß ich noch nicht, wogegen es geht, aber mir ist es eigentlich ehrlich gesagt auch egal. Nicht aus Disrespekt, sondern weil ich einfach schon mehr als happy bin. Ihr seht selber hier, was haben wir hier in der Sonne? Bestimmt 20 Grad oder was? Ja, kurz vor. So was, ne? Du stehst jetzt auch gut vor Best in Faction. Ne? Best in Faction und 4-0, da kann jetzt richtig was gehen bei dir. Ja, aktuell, schon. Ja. Es klingt aber komisch, aber also der Fokus lag wirklich auf dem Event. Ich habe mir gesagt, das wird so wahrscheinlich neben HO und das E40 sehe ich vielleicht auch noch da. So die Top 3 Events so dieses Jahr, vom ganzen Vibe, vom alles und so und das schon erfüllt. Wir gucken, was jetzt kommt. Ich gebe mein Bestes auf jeden Fall. Nice. Dann kurze Zusammenfassung noch von mir. Da musst du dich aber für bekommen. Achso, ja, okay. Sieht man das überhaupt wegen der Sonne? Geht das? Ja, kurze Zusammenfassung von mir noch. Ich spiele ja die Utah Thousand Suns mit Doppelpatrol, weil ich mal wieder so ein richtiger Affe bin und meint, ein Doppelpatrol bringt nämlich mir gar nichts und gibt mir -2 CP. Das war so ein richtig, das war eine Übungsliste, die ich aus Versehen abgeschickt habe. Ja, erstes Spiel war, das ist so traurig. Erstes Spiel gegen Shadowkeeper, das ist so ein Pflichtsieg, Custodes eben, die hat nicht den Final Pain. Da bin ich gut durchgekommen, habe ich gewonnen. Dann das zweite Spiel waren jetzt Empress Schausen, da hatte den Final Pain. Das war gar nicht lustig für Thousand Suns, das habe ich aber dann auch noch für mich entscheiden können. Das dritte war jetzt die Crusher Stampede. Da habe ich angefangen und deswegen konnte ich gewinnen. Ich habe dem am Anfang den Makarion rausgenommen, ich habe den Maliceptor weggesmited und noch einen Swarm Lord als Nachspeise habe ich auch noch weggesnackt und da war das Spiel quasi gesehen schon entschieden. Und ja, heute das erste Spiel gegen Flojo, also beim 3-0. Einer der Top-Anwärter heute, muss man auch sagen. Genau. Hat die Armee, der hat die Fähigkeiten. Harlequin spielte, hat ja jetzt gegen Fred auch gewonnen, hatte das Mini-Paradise gewonnen. Habe ich leider 78 zu 75 verloren. Warum? Weil ich doof wieder bin. Also klar, neue Armee, keine Entschuldigung, aber ich habe gewählt einmal Wrath of Magnus. Das bedeutet, da konnte ich immer gut 3 Punkte machen. Strangehold konnte ich auch gut 3 Punkte machen. Und das allerletzte habe ich Psychic Ritual genommen, als anstatt zu sagen Psychic Integration. Und das hat mir das Spiel gekostet. Das habe ich auf 0 gemacht. Also, weil du nicht in die Mitte gehen konntest, weil er die bedroht hat? Oder weil genau, weil hast, da meine Charakter dann direkt war. Der hat 2 Death Chester, eine davon mit dem Explodierenden. Wir spielen vor dem Balanced Starter Shield. Und den Troopmaster, der automatisch 6 Charge und Killern, 6+2W6. Nee. Der ist ja auch einfach reinopfern können. Ja, der hat einfach ein Gauge auf 14 gespielt. Also ich habe den alles umgerüttelt, er hatte eben immer noch genug. Der hat das Harlequin-spezifische gespielt, das konnte ich dem relativ gut in 9 auf 9. Also dass er immer was 2 Einheiten töten muss, was in meine Aufstellungszone stellen muss. Und das dritte, da weiß ich nicht. Da sieht man auf jeden Fall einfach auch, dass auch selbst eine Major auf dem Turnier auch zum Teil schwerwiegende Fehler Sachen. Ja, was heißt? Eigentlich passieren mir ja eher weniger Fehler. Ja. Neue Armee und dann. Ich sag mal, erstes Spiel, 1000 Suns, Secondaries. Wrath of Magnus ohne Charakter.
Ohne Zeiger, den der Gegner hat. Ja, aber das habe ich, hab ich mir ja auch selber rausgezogen. Ne? Nach dem dritten Runde ist mir das aufgefallen. Da habe ich gesagt, Digga, wir müssen das nullen. Du hast gar keinen Zionika. Oder es war der Masterplan fürs U-Booten vom Major zu sagen, ah, ich gewinne das eh knapp. Und dann bin ich erstmal weiter unten. Ja, geht. Also die Armeen, gegen die ich gespielt habe, waren knackig. Dritte Runde hat er festgestellt, irgendwie geht dieses Secondary zu einfach. Ja, habe ich mir dann selber rausgezogen. Scheiße, ey. Passiert eben. Gut, Fehler wird auch nicht nochmal passieren. Dafür fange ich in den Zi-Armee jetzt eben an. Ich habe auch gedacht, bei dem Psychic Ritual, das kann eben jedes 1020-Einheit. Das können aber nur Charakter. Das war auch so ein Ding, wo ich mich dann ein bisschen verguckt habe. Jetzt verlierst du dich auch gerade ein bisschen in der Zeit. Lass das mal abschließen und los. Das aber auch nicht mehr, genau. Und wir freuen uns jetzt auf das fünfte Spiel und dann kommen wir nochmal zur Siegerehrung wieder. Okay. Meine Dicke muss sich richtig drehen, so Junge. So, liebe Leute, dann leg mal los. Ja, moin vor die K-Athleten. Nein, okay, take, Adrian, das kannst du direkt raussehen. Und jetzt? Ja, moin, liebe vor die K-Athleten. 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0. Nein, wir sind wieder back, Leute, im Game. Wir sind jetzt auf dem Rückweg. Wir haben euch die ganze Zeremonie erspart, weil das Geklatsche ist immer so laut. Der Sound ist dann immer auch out. Und man kann sagen, einfach ganz kurz zusammengefasst schon mal, ohne viel reden, ich konnte das 5-0 tatsächlich realisieren mit dieser Custodes-Liste und sogar mit einem Punkt, wie auch immer das zustande gekommen sein mag, ich weiß es nicht, aber vor dem Mario Barkeeper noch und bin Zweiter geworden auf diesem Turnier. Das war geil und hab nochmal fette Preise abgesammelt. Nice, Digi, richtig nice gemacht. Ja, danke. Gegen was hast du in der letzten Runde gespielt? In der letzten Partie habe ich gegen gegen Necrons gespielt mit Silent King. Masterkonzept mit Albträumen und mit Kriegern. Das Geile war, ich habe vor ein paar Wochen zufälligerweise gegen Vince Vega, Grüße gehen raus, gezockt. Der hat ein ähnliches Konzept und hat meine vorige Iteration dieser Liste damit einfach zerstört. Ich auch viel zu offensiv war, aber da wusste ich ungefähr, auf was ich mich einlasse und worauf ich achten musste. Und so konnte ich das relativ gut durchziehen mit 80 Punkten zu 50 oder so, glaube ich. Ja. Ja, nice, Digga. Die Kings sind stolz auf dich. Ja, natürlich bei dir auch noch Best Faction, alles drum geholt. Beim 5-0 heißt ja nicht, dass du automatisch Best Faction bist, ne? Das stimmt. Ja, wie lief es bei mir? Letztes Spiel dann nochmal gegen Custodes. Da war die Luft raus mit der Thousand Suns Liste. Ist dann am Ende noch beim 3-2 geblieben. Also, ich hab nochmal verloren, aber das ist auch okay. Hab dann Best Faction mit 1000 Suns noch abgeräumt. Bin da auch irgendwie so 20. mit geworden. Mein zweites Turnier jetzt mit den 1000 Suns. War ein vernünftiges Ergebnis, ne? Ja, wobei man sogar einfach krasserweise sagen muss, dass trotz dieser Liste, die du... Da musst du einfach mal drauf achten, dass du mal da ne, und dieser Sache, die du vergessen hast, etc., durchaus die Chancen hattest, 4-1 oder 5-0 mit der Liste zu machen. Und das ist schon wiederum einfach eine krasse Vorstellung, ne? Ja, also die Liste von mir hatte so, das war so eine, ich habe die falsche Liste abgeschickt, mit Doppelpatrol, wo ich zwei CP weniger hatte. Das Auto bremst ja von alleine immer so weiter. Hast du das gemacht? Nee, das war das Auto, weil er gemerkt hatte, der bremst da vorne so stark. Mach doch mal Dings aus. Wieso? Du hast Auffahrt scheiße raus. Nee, hab ich nicht. Ja, auf jeden Fall, da zieh ich dir von der Rechnung ab hier, das Geld, was runtergefallen ist. Ja, hab dann eine scheiß Liste gestellt und ja, das war ich dann auch selber schuld. Mhm. Aber na gut, hat auch Spaß gemacht. Turnier war super geil, danke nochmal an die Orga. Also für mich so das heißeste Erlebnis überhaupt bis jetzt dieses Jahr, ne? War einfach, also unabhängig von unserer Performance, von allem, also ich sag's auch wenn ich jetzt echt, auch wenn ich 1-4 gegangen, oder was soll man gerne wäre, einfach geile Stimmung, geile Leute, geiles Essen, geiles Hotel und irgendwas Cooles wollte ich gerade sagen. Was wollte ich denn gerade sagen? Digga, wieso habe ich das jetzt gerade vergessen? Egal, der Tag war schon lang. Wir haben 2 Tage jetzt gelebt wie Rockstars und uns gnadenlos betrunken und 40k gespielt. Das war geil. Jetzt geht's wieder zurück ins echte Leben. Jetzt weiß ich, was ich sagen wollte. Also es war natürlich das letzte Hurra, wahrscheinlich der Custodes, muss man sagen. Es ist sehr interessant, sowohl für den Major als auch für mich. Denn es berichten wird nun...
Es wird eine neue Episode anbrechen, denn ich muss jetzt gucken, ob Miss Custodes noch was geht, wäre wünschenswert. Wenn nicht, muss ich halt schauen, ob ich Marie-mäßig wahrscheinlich was realisieren kann. Ich denke, für den Major sehr interessant, weil, so wie es den Augenschein hat, geht mit den Thousand Suns gerade noch mal mehr als bei anderen wieder. Das ist ein guter Zeitpunkt. Ja, da geht es ab, die Luzi, ne? Ja. Mal schauen. Ist trotzdem nicht einfach, da zu spielen. Mal gucken, was da so rund geht. Ja. Ich würde sagen, wir sind da mal raus. Ich hoffe, ihr habt Spaß beim Zugucken. Ja. Und zum Schluss nochmal einmal. 3. Okay, Leute. Was? 3:0, 3:0, 3:0. 5:0, 5:0, 5:0. Ciao, Leute. Haut rein. Danke. Kings of the Hill. Spieler von nebenan halten hier die Zügel und die Szene passt sich jedem Mann. Jeder Mann, jeder kann mit uns in der Zukunft bauen. Spryers, Gays, wir können in die Zukunft schauen. We'll be right back.